Scheiß Regen. Hört gar nicht mehr auf zu regnen. Hey, Franking, wie geht's dir? Mimi, es ist gut. Was machst du? Ich bin auf dem Golfplatz mit Jones. Wir spielen Golf. Mein Psychologe hat zu mir gesagt, ich soll mal was tun, was mir Spaß macht. Golf spielen, aber dann hat anfangs zu regnen. Scheiße. Hey, ich rufe dich später an. Okay, Mimi. Verdammt. Hey, Jones, bleib stehen. Nimm mich mit. Dein Zug ist abgefahren. Jones, bleib sofort stehen. Hopp, 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 Dickerschieren. Was? Ich brech dir die Knochen. Komm her. Verdammte Scheiße. Joe, mein Telefon. Amanda, was ist los, Amanda? Schatz, ich brauch deine Hilfe. Ich bin an der Ampel, ist durch 11. Warum denn? Was ist los? Ich bin einfach rot gelaufen, über die Ampel gelaufen. Da kam zwei Polizisten. Sofort frech geworden. Dann sagt mir, ob ich fahrenblind und so wäre. Und du bist total geschimpft. Ich hab auch zurückgeschimpft. Dann hab ich dir eine Box gegeben. Was? Du hast einem Polizisten eine Box gegeben? Ich was dachte so. Verdammt, ich muss sofort dahin. Polizisten geschlagen. Was ist denn jetzt los? Aber zuerst muss das ihr mit Jones klären. Hey Jones, was war das gerade? Warum bist du fresh geworden, ne? Ey, mach dir mal nicht den Tempel mal hier nicht rum. So, oh, ich hab dich getroffen. So, ich hab aber getroffen, du Vollidiot. Wird nie wieder fresh, hast du verstanden, ja? Das jag dir nichts mit einer Kugel in deinen Scheißkopf. Verdammte Scheiße. So, jetzt muss ich schnell Amanda retten. Wie kommt sie darauf, einen Polizist eine Box zu geben? Bloß weil sie sich mit ihm streitet. Vielleicht hat sie ja recht. Vielleicht färbe ich wirklich negativ auf sie ab. Aber eins kann ich schon mal sagen. Ich habe mich freiwillig in Therapie begeben. Okay, los geht's. Schnell zu meiner Karre und dann schnell zu diese Avenue Street 11. Verdammt, ich bin bei diesem verdammten, in diesen Sumpf reingefallen. Oh Mann, Amanda, warum muss man dich immer aus der Scheiße rausholen? Verdammte Scheiße! So, jetzt ganz schnell. Mann, die haben sie gerade verhaftet. Warum gibt's hier auch einen Polizei? Ach, da sind die! Ah, die sitzen im Polizeiauto, mit Handschellen. Okay, ich klaue einfach gleich das... Ich klaue gleich diesen ganzen Polizeiwagen. So, ganz schnell. Schatz! Halt's Maul, wir müssen losfahren! So. Polizei, stehen bleiben! Okay, super. So. Ah, pass auf, wie du fährst. Ich will nicht sterben. Aber sag ruhig, das hab ich schon tausendmal gemacht. Ich bin so auf Fluchtmisch unterwegs gewesen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber ich will nicht sterben. Ah. Mann, wieso hast du auch den Pisses eine Box gegeben? Ich dachte, er kippt um Maus, du warst total wütend. Naja, ja, siehst du, das passiert, wenn du Sachen machst, wenn du wütend bist. Also, so, hier. Ich hab so oft die Polizei abgehängt. Ich hab nicht mal so viel Haare auf dem Kopf, Amanda. Ich hab Angst. Ja, so, warte mal. Und wir müssen die Polizei abhängen. So, ja. Zack. So. Wir müssen die Polizei abhängen. Hast du gehört? Pass auf. So. Ich glaube, wir haben es geschafft. Jetzt fahren wir schnell nach Hause, ja? Du wirst nie wieder eine Polizist eine Box geben. Nie wieder, hast du gehört, ja? Egal wie wütend du bist. Okay. So. Die Polizei abgehängt. Also wirklich, so. Du bist einfach eine Polizist eine Box. Du passt doch auf, wie du fährst! Oh nein! Michael! Was denn? Ich werde nicht ins Gefängnis kommen, nicht wahr? Du wirst überhaupt gar nicht ins Gefängnis kommen. Ach, guck mal, ich habe ein plus eine Box gegeben und du hast ihm seinen Streifen mal geklaut. Ja und? Wir fahren jetzt nach Hause? Ja? Oh nein! Das ist doch nur eine Überfahrt. Heul nicht rum, Mensch. So eine Scheiße hier. Kommt mal vor, dass man einen umfährt. So. Auf jeden Fall, wir fahren nach Hause, du wirst dich ein bisschen beruhigen, okay? Und dann werde ich mich um diesen Streifenwagen kümmern, okay? Oh nein, ich hoffe, der Mann ist nicht tot, den du umgefahren hast. Ich hoffe, er ist nur schwer verletzt. Naja, komm mal vor. So, jetzt geh mal in die Hütte rein und beruhig dich mal wieder, ja? Was ein schlimmer Tag heute. Oh Gott, ich will bis ins Gefängnis kommen. Ach Mensch, wer ist bloß heute nicht rausgegangen? Immer diese Sorgen hier. So, sind wir in der Pistole, falls hier doch irgendwo die Polizei schon auf mich wartet? Und? Nein, doch nicht.
Oh, meine Amanda. Es muss auch nicht einen verdammten Streifenwagen hier loswerden. So, ich packe ihn am besten. Ich lasse ihn nicht draußen stehen. So, mein schönen Lambo hier. So, hier rückwärts hier. So. So. Oh Mann, Herr Männer, du weißt gar nicht, wie du mir gerade auf die Nerven gehst. Nur Probleme. Stellt uns vor, mal vor, dass da der Polizist drin ist. Officer! Sofort Ihre Dienstnummer! Hände hoch! Hände am Rad, wo Sie sehen. Am Lenkrad, wo Sie sehen kann. Dienstnummer her! Das wäre so lustig. So, ja, aber jetzt wieder zu ernster Sache. Das Auto sieht schon sehr schlimm aus. Total kaputt geschossen hier. Wenn die auf mich geschossen haben, Unfälle habe ich auch gemacht. Blutspritzen sind auch da. Der Typ hat bestimmt nicht überlebt. Und wenn er überlebt hat, dann was ist denn hier los? Wo wart ihr denn? Ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe auf euch gewartet, auf dich und auf Amanda. Aber ihr seid ja gerade angekommen. Was ist denn passiert? Nichts ist passiert. Ich hab denn auf einmal dieses Auto? Ist egal. Soll ich nicht nach Hause fahren? Nein, lieber nicht. Letztes Mal, als du mich nach Hause gefahren hast, hast du 3 Leute überfahren. Und ich war einen Monat im Koma, weil du einen krassen Unfall gemacht hast. Okay, dann, wie gesagt, tut mir nochmal leid. Verdammte Scheiße. Da hinten ist mein Sohn, der geht auch weg. Okay, verdammt. Sie hat es gemerkt. Ich hoffe, sie merkt es nicht, dass ich hier ein Polizeiauto habe. So, ich lasse ihn hier stehen. Blah. Es kann auch sein, dass sie ihn suchen. Aber hier drinnen finden die ihn nicht. Und wenn die ihn irgendwie mit einem Sender suchen, hier drinnen ist so ein Störer eingebaut hier in mein Haus. Dass sie mich nicht verfolgen können. So, so jetzt muss man mal gucken, was Amanda macht. Was ist sie denn jetzt eigentlich? Hä? Das kam doch aus der Küche, oder nicht? Dann geh ich mal dahin. Amanda, was machst du da? Ich betrink mich, ich mach mich besoffen. Wieso machst du dich besoffen? Weil ich verhaftet werde, sag ich mal, nicht bei Trost. Was ist das für eine blöde Taktik? Sich besoffen machen und sagen, ich war nicht bei... Das ist bescheuert, sowas. Ich kann mich mit sowas nicht aufhalten jetzt. Ey, scheiße. Jones, er liegt bestimmt immer noch auf diesen Golfplatz. Ich muss zurückgehen. Der wacht bestimmt gleich wieder auf. Oder ist wahrscheinlich schon wieder wach. Hat bestimmt jetzt Kopfschmerzen. Geil, geschieht ihm recht. Warum wird er auch so fresh? Mistkäfer. So. Ja? Wo ist denn die weiße Karre, die ich hier hingeparkt habe? Weg! Egal, vielleicht hat mein Sohn ihn genommen. Verdammte Polizeiauto. Okay, ich gehe jetzt zu, auf den Golfplatz, ein bisschen Golf spielen. Und danach komme ich zurück. Und dann werde ich dafür sorgen, dass dieser verdammte Polizeiauto verschwindet. Bis dahin kann ich mir Kopf machen, wie ich das mache. Verdammte Scheiße! Das einzige Gute ist, dass es aufhört zu regnen, so ganz langsam. Mann, da wollte ich einfach mal einen gemütlichen Tag machen und das tun, was mein Anwalt, was mein Psychologe gesagt hat. Mal etwas Gutes tun für mich. Was passiert? Du Scheiße! Mann, verdammt! Schon wieder ein umgefahren, weil ich mir Gedanken woanders war. Scheiß drauf, ich gebe schnell Gas. Er hat sich bestimmt nicht mein Nummernschild gemerkt. Ey, was war denn das denn für ein Sportwagen? Ey, Leute! Seht ihr mal den schwarzen Sportwagen vor mir? Boah, richtig geiler Schlitten. Ey, der ist meiner! Ganz einfach, das ist mein Schlitten jetzt. Muss nur noch warten, bis er anhält. Dann, hey, der, was für eine Geschwindigkeit. Kickdown hat er reingelegt. Warte mal, jetzt, guck. Pass. So, mein Freund, jetzt ist Übergabezeit. Mein Sportwagen. Guck, da liegt er schon unmächtig. Mit dem Kopf auf den Lenkrad. Und bewusstlos. Komm. Leg dich auf die Straße, da kannst du deinen Rausch ausschlafen. Auf den Asphalt. Meine Karre. So, schnell weg hier. Schnell Franklin anrufen. Hey man, wie geht's dir? Alles klar? Herr Franklin, du musst mir einen Gefallen tun. Bei mir in der großen Kreuzung, da steht mein Auto. Steig da mal ein und fahr mein Auto wieder auf meine Villa, okay? Okay, warum denn? Was passiert? Erzähl ich dir später. Okay, Bruder, mach ich. Murray Franklin, bester Mann. Den kann man sich echt verlassen. Und er kann sich auch echt auf mich verlassen. Super. So, jetzt schnell zu einer Werkstatt mit diesem Auto. Ich muss ihn ein bisschen umstylen hier. Umtunen. Die Registriernummer muss weg. So, jetzt schön hier rein. Ja, Dr. Ohrmuschel. Mal was tun, was mir gut tut. Was mir Spaß macht, ne? Ja. Yeah.
Mach ich es gerade. Ich tue dein Auto. Ja, man muss ja nicht wissen, dass es am Anfang nicht ursprünglich nicht mein Wagen war. So, ja, jetzt geht's los hier mit dem Tunen. So. Als erstes, diese ganzen Schrammen, die müssen weg. So, weg mit den Schrammen hier. Sauber! Schon sieht er wieder ganz anders aus, ne? Geiles Fahrzeug, oder nicht? So, und dann muss nur die Seriennummer weg. Seriennummer muss auch weg. Zack. Oder auch schon weggemacht. So, ob wir den Nummernschild wechseln und eine neue Farbe machen jetzt, ne? Wir haben ein neues Nummernschild, eine neue Seriennummer, eine neue Farbe. Mal schauen, wie es mit Blau aussieht. Schon gut aus. So, warte mal. Sieht gut aus. Aber nee, ich lass mal ein weißes. Schöne Kontrast hier. Alles schwarz mit weißem Nummernschild. Sauber. Damit, das lässt sich blicken. Ja, das sieht gut aus. Das gefällt mir. So. Jetzt, was für Lack benutzen wir? Machen wir eine komplett andere Farbe oder lassen wir schwarz? Ich lasse schwarz. Bloß, dass ich daraus matt schwarz mache. So sieht's aus hier. Matt schwarz. So sieht's aus. Yes. Richtig geil. Wie es sein soll. So, was machen wir als nächstes? Haben wir alle schon mal matt schwarz gemacht? Schwierig. Das. Noch eine Farbe reinhauen hier. Die Bremsen, die lassen wir rot. Die lassen wir rot. So. Was mit weiß? Sieht gut aus. Schwarz und weiß sieht immer gut aus. Oder sollen wir lieber das... Oh, das Blau sieht richtig gut aus. Guckt euch das mal an. Auch die Innenausstattung ist auch alles blau geworden. Ja, das behalten wir mal im Hinterkopf. So sieht die Kamera schon mal richtig scharf aus. Ja. Oder sollen wir was anderes machen? Dünkleres Blau. Ist so ein grelles Blau. Ist auch gut. Schwierig. Ah, okay, das gefällt mir nicht. Ah, nee, das würde Amanda mögen. Oh, rot! Rot und schwarz! Matt schwarz! Innen auch schönes Kontrast! Meine Bremsen sind auch rot! Das sieht gut aus! Ich glaube, so lasse ich es! Alles in schwarz, komplett in schwarz! Selbst die Felgen! Die Felgen lasse ich dann auch so! Ja, das sieht doch schon mal gut aus, oder? Matt schwarz mit rot! Plus rote Bremsen! Das lassen wir so. Schön in matt. Das ist mein Trost heute, dass ich diese Karre bekommen habe. Ganz ehrlich. Oh. Okay, was sollen wir da noch machen? Panzerung reinhauen oder nicht? Na, das weiß ich noch nicht. Ich glaube, das lassen wir erstmal. Kann man ja immer noch nachträglich machen. Ich muss mich schließlich noch drum kümmern, wegen diesen, wie mit dem Streifenwagen. So. Was ist denn mit dem Auspuff aus? Okay, das ist Standardauspuff. So machen die große Rohre. Oder so. Haben wir einfach zwei große Rohre. Genau. Die lassen wir das. Oval. Ja, schöne große Rohre hinten. So. So Sportwagen. Das sieht einfach bombastisch aus. Und zwar von alle Seiten. Ja, diese Auspuff holen wir. Nehmen wir. Globale Auspuff. So, fertig, würde ich mal sagen. Ja, so lassen wir den. So lassen wir den, oder? Schaut euch mal an, wie das aussieht. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr noch verändert hättet. Ja? Schreibt mal in die Kommentare. Ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt. Ja? Super, schaut euch mal an hier. Wer ist der King of the Streets im Auto? Hä? Doch richtig zu mir. So, jetzt aber schön nach Hause. Ab nach Hause. Weg da! So. Super. Schöne Karre. Wie es sich gehört. Sehr gut. Ey, da steht mein Wagen schon. Franklin hat echt gute Arbeit gemacht. Wie gesagt, bester Mann. Auf den kann man sich echt verlassen. Scheiße! Wo ist denn der Streifenwagen hin? Ey, wo ist dieser scheiß Streifenwagen hin? Ich dachte, die Polizei jemand abgeholt hat. Ey, scheiße, was ist passiert? Okay, ganz ruhig, Michael. Ganz ruhig. Ganz ruhig.
Ich habe gesagt, ganz ruhig, besser steckt die Waffe weg. Guck mal, automatisch greife ich gleich zur Waffe. Falls sie hier waren, tu es einfach so, als würde ich nicht wissen, was los war. Ich hoffe, der Mann hat nicht gequatscht. Ich muss mich beruhigen. Ich muss mich beruhigen. Ich muss das geile Auto angucken. Oh, ich merke, wie mein Puls wieder runtergeht, wenn ich mein geiles Auto angucke. Boah, wie krass der aussieht. Oh, ich beruhige mich. Mein Puls geht deutlich runter. Ich beruhige mich. Schönes Auto. Schönes Auto. Guck dir dein Auto an, Michael. Okay, ich bin mental bereit. Mal schauen, was los ist. Amanda! Hallo! Da weint jemand. Meine Tochter weint. Oh, Scheiße, warum weinst du? Was ist los? Daddy. Was passiert? Die haben Mutter verhaftet. Waren die hier? Nein, Mutter war besoffen, total betrunken und ich hat den Streifenwagen genommen. Sie hat gesagt, sie muss den Streifenwagen verstecken. Als sie rausgefahren ist, hat sie ein paar Leute überfahren. Da kommt die Polizei und hat die verhaftet. Mutter ist jetzt im Gefängnis. So ein Scheiß. Hätte man einfach auf mich gehört. Ey, Scheiße, so ein Scheiß. Nur Schwierigkeiten. Man steht auf, man will Golf spielen, nur Schwierigkeiten. Jones macht Faxen, der liegt übrigens vielleicht immer noch da. Ey, was für ein bescheuerter Tag. Ich stelle mir einfach vor, dass ich irgendwo auf einer Insel bin. Einfach bescheuert, ich bin auf einer Insel.